Hi, ich bin Jana von ABC Design und ich stelle euch heute den AVOS 2R vor. So kommt der AVOS 2R bei euch zu Hause an, nämlich in einem Paket. Und alles, was ihr dafür braucht, um ihn aufzubauen, ist eine Schere. Und darin enthalten ist der AVOS 2R und seine zwei Vorderlufträder. Und genau das zeige ich euch jetzt. So, hier seht ihr den ausgepackten Lieferumfang. Das ist einmal der AVOS 2R und seine zwei Vorderräder. So, dann würde ich sagen, bauen wir das Ganze mal auf. Beim AVOS 2R müsst ihr zuerst hier auf der Seite die Transportsicherung lösen und dann könnt ihr den einfach aufschieben und dann machen wir die Räder dran. Bei den Lufträdern müsst ihr darauf achten, dass die Querstrebe immer nach innen zeigt und dann klebst ihr die einfach hier rein, bis es klackt. Auf der anderen Seite genauso. Und dann habt ihr auch schon aufgebauten AVOS 2R. Der AVOS 2R hat Lufträder und seine Vorderräder könnt ihr bis zu 360 Grad frei schwenken. Die Räder sind somit optimal für Stadt und Land, für Schotterwege, Wald- und Feldwege und somit ist der AVOS 2R der optimale Buggy für euren Alltag. Die Vorderräder könnt ihr natürlich auch feststellen, indem ihr das Hebelchen einfach in die Mitte schiebt, auf der anderen Seite genauso und dann schiebt ihr das Rad, bis es einrastet und dann habt ihr festgestellte Räder. Er hat auch eine integrierte Einzelradfederung, die seht ihr hier. Und hinten hat er auch eine Federung. Der AVOS 2R hat eine mega praktische Bremse. Und zwar, die betätigt ihr, wenn ihr den Hebel runterdrückt. Und gelöst wird sie, indem der kleine Hebel auch runtergedrückt wird. Und so bleiben eure Schuhe immer schön sauber. Hier seht ihr unser neues Happy Bell 5-Punkt-Gurtsystem. Ich mache den Schutzbügel mal ab, damit ihr das besser sehen könnt. Und zwar sind hier unsere abstehenden Gurte, die ermöglichen eurem Kind ein einfaches Einsteigen und sind auch für euch super komfortabel beim Anschnallen eures Kindes. Ihr könnt die Gurte stufenlos verschieben, indem ihr sie von vorne einfach hochzieht oder dasselbe auch nach unten. Hier seht ihr unser magnetisches Gurtschloss. Ihr könnt es öffnen, indem ihr links und rechts einfach drauf tippt. Ich mache es für euch mal auf. Und ihr könnt es auch mit einer Hand wieder zumachen und auch den Schrittgurt könnt ihr einhändig schließen und so habt ihr die andere Hand immer für was anderes frei. Ihr habt hier noch weitere Verstellmöglichkeiten und zwar seht ihr hier Schlaufen und auch hier beim Schrittgurt und wenn das euer Kind benötigt, könnt ihr die Gurte einfach hier durchfädeln. Auch die Rückenlehne könnt ihr beim AVOS 2R natürlich verschieben und zwar nehmt ihr einfach den Hebel, drückt ihn hoch und könnt die Rückenlehne dann bis in die Liegeposition bringen. Und auch könnt ihr die Rückenlehne in eine Zwischenposition bringen. Die Fußstütze könnt ihr auch verstellen, indem ihr sie einfach nach oben bringt. Und nach unten könnt ihr sie einfach machen, indem ihr den Hebel zieht und wieder nach unten schiebt. Die Stoffe vom AVOS 2R haben einen UV-Schutz von 50+ und sie sind wasserabweisend und das zeige ich euch jetzt. Und hier könnt ihr den Lotus-Effekt sehen. Ihr habt hier vorne ein erweitertes Sonnenverdeck und auch wenn ihr hinten den Reißverschluss öffnet, könnt ihr das noch weiter vorziehen für noch mehr Schutz. Und ihr habt hier eine Lasche, wenn ihr die öffnet, hat euer Kind noch mehr Belüftung oder ihr einfach ein Sichtfenster. Ihr habt hier einen Knickschieber, den könnt ihr bedienen, indem ihr einfach die Knöpfe drückt. Dann habt ihr 5 verschiedene Stufen, die ihr aber auch stufenlos einstellen könnt. Und somit perfekt auf eure Körpergröße anpassen könnt. Eine weitere Besonderheit am AVOS 2R ist, dass ihr hier keine Querstrebe habt. Das heißt, gerade auch größere Menschen haben sehr viel Beinfreiheit. Ihr habt beim AVOS 2R auch einen super praktischen Einkaufskorb, den könnt ihr bis zu 5 Kilo befüllen. Der AVOS 2R hat auch ein super kleines Faltmaß, das zeige ich euch jetzt mal. Dazu macht ihr das Sonnenverdeck nach hinten. Das Gurtschloss machen wir mal auf. Denn beim Popo-Bereich habt ihr Klettverschluss, den ihr öffnen könnt. Dann zieht ihr die Zippe einfach zusammen und zieht den AVOS R hoch zu euch. Und dann habt ihr einen zusammengeklappten Buggy. Und wir öffnen das Ganze, indem wir die Transportsicherung lösen und den dann einfach aufschieben, machen das Sitzpolster wieder hin und haben ihn dann aufgeklappt. Die Nutzung des AVOS 2R wird ab 6 bis 9 Monaten empfohlen, sobald euer Kind sitzen kann. Ihr könnt es natürlich aber auch schon früher nutzen mit der Babyschale Tulip und das zeige ich euch jetzt. Dafür benötigen wir die AVOS Adapter. Zuerst machen wir das Verdeck nach hinten, dann machen wir den Schutzbügel ab und dann kommen die Adapter in die Aufnahmen des Schutzbügels auf beiden Seiten. So, die Adapter sind jetzt angebracht, die Rückenlehne ist nach hinten und jetzt können wir die Tulip draufsetzen.
Und so sieht das Ganze jetzt aus mit der Babyschale Tulip auf dem Avos 2R.